Wunderschönen Mittwoch. Willkommen zurück. Neue Folge. Tonnesel Ringed als Jailer. Ich bin John Dorian, natürlich aus Scrubs, die Hauptperson JD. Da ich für letzte Woche ja am Mittwoch keinen Namen hatte, und ist mir eingefallen, man könnte ja noch eine fünfte Serie dazu nehmen. Easy. Gucken wir mal, ob wir als Jailer was machen können. Ich habe davor in den letzten zwei Runden häufig über den Jailer gemeckert. Rorona nehmen wir mit. John Dorian, the Jailer, Night One, Rorona. Na, so nicht. Mutti, zunächst einmal nach der Rolle fragen. Roll, please. Killed by SK. Last person might be sus. Bodyguard. Ich habe jetzt überlegt, einen falschen Namen zu claimen. Nö. Tot. Herzlichen Glückwunsch. So viel dazu. Ich werde ganz bestimmt nicht dem Typen meinen Namen sagen. Ich bin ja nicht bekloppt. Also bitte. Ich hoffe, dass kein Janitor da war. Wenn ein Janitor da ist, habe ich jetzt den Bodyguard verraten. Und zwar nur der Mafia. Aber es gibt einen letzten Willen. Von daher alles gut. Und jetzt können wir zuschauen. Immerhin, ich kann schon mal klar sagen, ich bin nicht schuld, dass ich tot bin. Vielleicht gibt es ja einen Retri. Rona, du bist shit. Game Thrower. Ja, na klar. Natürlich bin ich ein Game Thrower. Ich muss dem Ersten, der gejailt ist, meinen Namen verraten. Und ich darf auf keinen Fall seinen Rollclaim reinschreiben. Du mich auch. Ronoa. Veteran sieht das so wie ich. Wenn ich könnte, würde ich Ronoa gerne killen. Aber. Naja, müssen wir mal gucken, was so passiert. Geil. Ja. AFK wurde direkt mal gegen Ronoa. Nachdem er gegen mich feuert oder sie. Was hat sie denn für einen. Für einen Skin? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ah, der Engel. Ja, passt auf jeden Fall. Ich würde es halt auch nicht hochvoten. Ich würde auf keinen Fall jemanden hochwählen, der halt einfach mal Bodyguard claimt. Er kann Bodyguard sein. Hey, name please. How many met, soll ich das wissen? Anyone. No other name so far. Anyone is medium. Second. No name. Sorry. Good luck. Da ist die Wahrscheinlichkeit auf dem Retri natürlich geringer. Oh, guck mal. Einige tot. Das riecht nach einem Werwolf. Ducky Momo ist tot. Werwolf. Die Frage ist, hat ein Vigilante jetzt wirklich auf einen der Voter gekillt? AFK, hier ist Joint ist tot. Ducky Momo. Marlo, Edward Bishop. Consort down, das ist gut. Könnte sein, dass er echt hier erst joint gekillt hat. Ah, Michelanti hat Shisui gekillt. Der hat nicht gewotet. Oh, noch ein Michelanti. Oder Mafia. Na toll. Random schießender Vollidioten, Richie. Herzlichen Glückwunsch.
und Sheriff Down. Lief doch direkt, oder? Ja, hat direkt gelieft. Warum sollte er auch einen letzten Willen reinschreiben? Bill Dorr ist ebenfalls tot. Der Spy. Gut, Random Mafia ist raus. Mit dem Konsort. Beide Investigatives sind raus. Wie soll... Marlow wurde von der Mafia besucht, kann also nicht Mafia sein. Außer Witch Transporter-Geschichten. Von daher ist Rorona schon mal dumm. Yes. Rorona ist... Ah, anyone hat's gesehen. Dankeschön. Immerhin. Das ist schon mal ein Anfang. Smartes Medium. Ich habe mit Absicht noch die Nummer hinterher geschrieben, weil bei dem Anyone von ihm hatte ich nämlich Angst, dass er irgendwas wissen will. Oh, Edward Bishop counterclaimed Survivor. Von daher würde ich hier auf jeden Fall guiltyen, weil danach wird etwa Bishop gewählt. Und es soll eine Hexe geben. Das ist völlig irrelevant. Das ist keine Erklärung, Rona. Es kann auch ein Vigilante sein, der dumm ist. Nur weil ein Vigilante einen anderen Vigilante erschießt, heißt das nicht, dass es eine Witch war. Außer Nacht 1. Da war es klar, dass es eine, da wäre es klar gewesen, dass es eine Witch ist. Und AFK hat entschieden, ihn zu killen. Könnte natürlich sein, dass er jetzt einen doppelten Bluff raushaut. Der Counterclaim. Mal versucht's. Ist ja nicht so, dass ich geschrieben habe, dass die Nummer 2 Ding ist. Rosa ist tot und der AFK-Typ. Oh, Jester weg. Interessant. Weil er ein Retard ist. So, das heißt, Random Town ist raus. Ed soll Mafioso sein, ist gut möglich. Kann man jetzt eh hochwählen mit dem Survivor-Clan. Wenn er wirklich auch Survivor ist, wäre es halt die Annie-Rolle, aber ist sowieso irrelevant. Man hat noch zwei Mafias, man hat einen Werwolf. Das heißt, im Normalfall dürfte der Survivor gar nicht hochgewählt werden. Aber ich denke schon, dass er hochgewählt wird. Der Bodyguard ist nutzlos, er kann nichts machen. Und er lief, der Konsort.
Gut, nächste Nacht ist Werwolfnacht. Das heißt, theoretisch könnte die Mafia das sogar noch verlieren. Wenn er jetzt wirklich Mafia ist, könnte der Werwolf den letzten Mafioso finden. Oder einer der letzten. Man weiß ja noch nicht, was Annie ist. Aber dann könnte das sogar echt noch für die Tauben funktionieren. Der Bodyguard wird auf keinen Fall beobachtet werden. Ich glaube nicht, dass da ein Lookout ist mit zwei toten Town Investigators und toten Random Town. Wenn er überhaupt Bodyguard ist. Das ist ja auch noch so eine Frage. Aber wir werden es sehen. Edward Bishop ist down. Nur Watson hat abstained. Wird jetzt auf jeden Fall als Verdächtiger dastehen, weil er nicht geguilty hat. Aber Watson hat ihn gewählt. Survivor, ja oder nein? Nee, Mafioso. Mal gucken. Jetzt könnte das hier eine spannende Nacht werden. Ich glaube, diese Nacht ist vorentscheidend für das Spiel. Killt der Werwolf den Godfather, gewinnt das die Town. Es sei denn, Annie ist Mafia. Oh. Ich hoffe, dass das Medium nicht tot ist, weil sonst könnte er das nutzen, um sich zu confirmen, dieses We are invincible. Jawohl. Auf jeden Fall lebt Anyone noch. Und das könnte jetzt hier ausschlaggebend gewesen sein. Jetzt kommt's drauf an, was passiert. Investigator down, das heißt Veteran und Watson sind die beiden letzten. Watson kann kein Executioner sein. Investigator ist Annie. Watson ist Werwolf, korrekt gesehen. Aber sie müssen erst den Mafioso killen. Immerhin, Rorona ist nicht ganz so dumm wie am Anfang. Anyone, ich hab dir zugewispert, ich hab dir was geschrieben, das nur du wissen kannst. Wählt Annie, wählt Veteran, kommt schon. Anyone, du bist so. Du bist so dumm, Anyone. Kann ich vier Mafia sein, du Idiot? Wir haben drei Investigators und 2000 Killing, Inno. Inno. Anyone. Yes. Danke, Anyone. Jetzt wähl schnell Veteran. Komm schon. Komm schon, Veteran. Komm, sei schlau. Wähl Veteran. Noch, du bist doch. Was ist los, Mann? Der Veteranentyp claimt nichts.
Warum hat er nichts gewotet? Warum hat er nichts claimen lassen? Du bist so dumm, Medium. Du bist so dumm. Jetzt haben wir es verloren. Jetzt gewinnt der Werwolf das. Jetzt gewinnt das im Normalfall Ding. Der Werwolf. Weil der Mafioso wird auf keinen Fall anyone killen. Och Mann. Da muss er Ding gehen. Veteran durfte ich nicht killen. Das war korrekt. Jetzt muss er halt hoffen. Was für ein Idiot, ey. Danke, Bill. Was soll ich denn bitte machen, ey? Ich hätte hier den Werwolf gewinnen lassen, wahrscheinlich. Nicht die Mafia. Die Mafia hat es einfacher gehabt als der Werwolf. Vor allen Dingen mit Anytown. Naja, soll man erwarten, nicht wahr? Wer sind wir denn in der nächsten Runde? Oh, wir sind wieder im Bones-Universum. Hat irgendein Mafia-Member eigentlich ihn gewotet, den Bodyguard-Claim? Das interessiert mich jetzt im Nachhinein mal. Mann, ich sag mir da. AFK war Vigilante, hat gewotet. Hier ist Joint. War Sheriff, hat gewotet. Der Consort hat gewotet. Der ES-Code hat gewotet. Und Mafioso. Zwei haben gewotet. Zwei von fünf. Naja, wir warten jetzt noch ganz kurz, dass er nicht den letzten gekühlt hat. Dann hoffen wir, dass die nächste Runde besser wird. Und der killt nicht, willst du mich verarschen? Warum killt er nicht? Ach, come on.
Es ist doch offensichtlich, dass er kein Vet sein kann. Er muss Town Support sein. Oh je. Aber wir können nichts machen, außer warten. Wie immer. Dass es überhaupt dann noch weitergeht, ist halt auch schlecht. Das sollten sie umprogrammieren. Wenn keine Chance besteht, dass die Town noch gewinnen kann oder irgendjemand im direkten Duell gewinnen kann, soll Schluss sein. Kann doch nicht so schwer sein, diese Kacke richtig zu programmieren. Ja. Genauso wie wenn da Werwolf gegen Town steht oder Aso gegen Town oder Aso gegen sonst wen. Das ist so ein Satz, der kommt übrigens nur von Leuten, die dauernd verlieren. Schlechte Verlierer sind nur diejenigen, die es gewohnt sind zu verlieren. Die haben sich dran gewöhnt. Deswegen können sie damit besser umgehen. Ich hoffe, der killt den jetzt. Ich habe keine Lust, nochmal 1,5 Minuten rumzugammeln. Naja, eigentlich 2, weil die Nacht ist ja auch noch dabei. Ne? Na endlich. Ich habe auf jeden Fall ja den Spaß. Seid beim nächsten Mal dabei, wenn es morgen weitergeht. Hoffentlich mit einer besseren Runde, mit besseren Mitspielern, mit besseren, keine Ahnung, mit allem. Dass es eben eine richtig schöne Runde wird. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Genießt es. Die Hälfte der Woche habt ihr ja schon hinter euch gebracht. Und ciao, Leute.